Also wir haben hier einmal, ich hoffe, ihr habt es gesehen, aber noch mal ein Schiff dabei. Kann man das eigentlich da noch mal kurz sehen, was dann kommt? Also wir haben Bus, Schiff, Bus, Autos. Alles klar. Eisen, Hydraulik logischerweise und Stahl. Mal schauen, wie viel Eisen haben wir denn? Genauso viel wie Stahl. Okay. Könnten einfach eine Farbe machen, die so hoch geht. So schwer schaut das gar nicht aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Bin ein bisschen verwirrt, warum ich hier diese ganzen Möglichkeiten hier habe. Ach, mein Lieben, wir fangen einfach mal mit Stahl an. Ich bin nämlich gerade überlegen, wir brauchen ja für die Hydraulik, da darf ich nicht ganz so hoch gehen. Schau mal, dass ich jetzt hier so. Einigermaßen was Schönes hinbekommen. Ja, es war doch gar nicht so schlecht. Ich denke aber nicht, dass es hält. Ja, sollte auch nicht halten. Das soll so auch noch nicht halten. Okay. So weit, so gut. Ich hoffe, das geht auch hier noch. Ob das jetzt eine gute Idee war, das Ganze so hoch zu bauen. Bin mal gespannt. Ich glaube, es stürzt immer noch ein. Ja, nicht mehr ganz so schnell, also es wird schon ein Tick besser. Das machen wir mal mit Eisen. So, jetzt haben wir jede Menge Gewicht, aber nichts, was es hält. Also ich denke nicht, dass es langt. Das braucht noch ein bisschen. Brauchen wir hier einmal die Hydraulik. Na, erst einmal müssen wir hier diesen Durchgang bestimmen. Okay, nochmal einen kurzen Check.
Ja, wir nehmen Stahl dazu. Und hier dasselbe. Nochmal kurzer Check. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe die, glaube ich, einfach einen Tick zu hoch gebaut. Ich wollte die zu schön bauen. Wie viele Meter sind das? 13. Wie viel habe ich noch vom Stahl? Jawohl, das lang, das machen wir auch so. Stützen uns da an diesem Pfeiler hier nochmal ab. Jawohl. Nochmal kurzer Check. Oh, es wird ja schlimmer als besser. Wo fällt denn es ein? Wir starten mal die Karte kurz neu. Es war mal, glaube ich, jetzt doch ein bisschen zu übertrieben. Da wollte ich jetzt ein Meisterwerk bauen. Wie machen wir das Ganze? Fünfhundert Meter hatten wir. Auf 250 können wir runtergehen. Okay. Und jetzt machen wir das Ganze auf der Seite. So, setzen wir unser Kreuze. Ich habe irgendwie einen Eindruck, ich habe irgendwas vergessen. Ach genau, hier vorne habe ich nämlich eins vergessen. So weit, so gut. Dann setzen wir hier unsere Öffnung. Ich hoffe, das Schiff ist jetzt nicht überbreit. Schlicht und einfach. Und hier setzen wir auch noch mal ein Kreuz. Das Ganze können wir auf die andere Seite auch machen. So. Ja, so wirklich überragend ist ja nicht, gell? Bloß mal sehen, ob die. Das ist schon Limit, gell? Die ist schon am Limit. Ich müsste es hier nochmal verstärken in der Höhe. Ich glaube, das da hinten ist total überflüssig. Die hält nie. Okay.
Die hält so nicht. Wir nehmen mal hier ein bisschen was weg. Hier drüben ebenfalls. Na, das war auch ein Tick zu weit nach hinten. Nicht, da hat's nicht ganz so viel Wirkung. Also unten haben wir den Stahl und oben verstärken wir mal das Ganze. Ich will das auch nicht ganz so hoch machen. Ich zoome mal ein bisschen hin. Hier machen wir dasselbe. Das ist nicht gut. Das ist nicht so toll. Wir finden das. Das sind 25 Meter. Jetzt habe ich nur noch 20. Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Test machen. Wahnsinn, ich dachte, es wird besser, aber es ist schlechter geworden. Gut. Das ist auch mehr Gewicht. Aber idealerweise hätten wir jetzt halt hier von da hinten nochmal was drüber gebaut, aber wir haben nicht ganz so viel jetzt halt an Möglichkeiten. Da kann man ja nichts anbauen, leider Gottes. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Ich denke, ich habe das Ganze einen Tick zu hoch gebaut. Jetzt frage ich mich, warum der so belastet ist. Sie hält. Nach wie vor. Nicht überragend, aber sie hält. Okay, keine Schönheit, ich gebe es zu.